Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im LS22 Nordfriesische Marsch vierfach am Dienstag. Am wunderschönen guten Morgen. Wir haben Storno zu verzeichnen. R2-D2 ist kaputt. Er fährt nicht mehr. Es fährt einfach nicht mehr. Ist einfach kaputt. Akku aus. Weiß ich nicht. Sollen wir den mal gerade schieben? Das Problem ist halt, das Ding ist aus Beton, ne? Einfach nur, das ist einfach, das wird auch nicht mehr besser, glaube ich. Wir warten mal. Vielleicht entwickelt es sich von alleine. Mal schauen. So, meine Damen und Herren, neue Woche, neues Glück. Es gibt viel zu berichten. Ich gebe euch einen ganz kurzen Abriss von dem, was alles neu ist. Wir haben die Bigger Big Packs mit dabei. Das ist irgendwie, das Pack wurde von Partybeats und ModMich entwickelt. Gibt es bei FBM zum Download. Was ist es? Ich habe mich nicht spoilern lassen. Was ist es? Bigger Big Pack Tank? Was? Wo ist das? Ist das ein baulicher Prozess? Wir suchen es einfach mal, bis ich eine Antwort habe. Beim Neustart-Paket geht er wieder. Ja, gut, wir gucken mal später dann. Wo finde ich das? Im Pack enthält die Standard-Big Packs ABC in verschiedenen. Okay, warte mal. Das heißt, das finde ich irgendwann. Das finde ich hier. Big Packs? Da ist es nicht drin, glaube ich. Einfach mal dagegen drin. Schön, weißt du, mit dem. Nee, ich sag's nicht. Ich sag's einfach nicht. Ich hab die nicht. Oder sind. Nee, das sind die LSFM. Mit Schwung dagegen. Ihr habt ja Ideen, Alter. Ich finde die nicht. Sorry for that. Bei beiden wird es nicht drin sein, ne? Nee. Turbomon 9. Okay, wir lassen immer so. Vielleicht. Ich glaube, er fährt ja jede Stunde, ne? R2D2 fährt, glaube ich, jede Stunde. Vielleicht dreht er nochmal eine Runde um 9. Ich weiß es nicht. Mal gucken. So, Mocker, einen wunderschönen guten Abend. Grüß dich. Multifluid-Zino hat ein Update bekommen. Das könnt ihr aber auch nachlesen. Der Multitank-Trailer hat ein Update bekommen. Wir haben jetzt einen. Richtig geil. Einen Fendt Katana in BG-Optik. Also theoretisch wird er hier irgendwo sein mit BG-Optik. Warte mal. Aha. Unwahrscheinlich, so wie ich meine Pappenheimer kenne. Wo haben wir hier Oxy-Schwarz? Mein Lieblingsschwarz? Nee. Wo ist Oxy-Schwarz? Nee. Nee. Machen wir mal so. Was haben wir noch gehabt? Gelbe Felgen? Schon dir gelb, ne? So war es ungefähr. Ah, muss ich mir überlegen. Oh, das sieht geil aus. Das Warnpaket macht es ein bisschen, muss ich sagen. Onyx Schwarz. Entschuldigung, ist da immer Oxy Schwarz. Also da müssen wir uns überlegen. Das Dach ist noch. Kann ich das Dach noch färben? Nee, das Dach ist bleibt weiß, ne? Der ist auch mit dabei jetzt. Es kam auch ein Aufsatz mit rein, wurde mir gesagt. Und zwar das hier. Für die anstehende Pappelernte haben wir jetzt auch ein schönes Schneidwerk mit 9 Metern. Alles da, ne? Alles da. Ist alles für Krone, aber das ist halt nur mal so. Da machst du nichts. Hingi, guten Abend. Grüß dich. Hier haben wir noch einiges drin. Also es hat sich wieder viel, viel, viel getan. Was auch neu ist, ist ein Meiler-Kipper in der BG-Optik. Meiler-Kipper ja prinzipiell schon eine geile Kiste, ne? Muss man sagen. Muss man sich überlegen, ob man, wenn wir noch einen Kipper brauchen, ne? Dann können wir da auf alle Fälle drauf zurückgreifen. Sehr, sehr cool. Also dann wieder herzlichen Dank an die fleißigen Helferlein. Partybeats war mittlerweile auch wieder mit dabei. ModWich war mit dabei. Herzlichen Dank euch. Vielen, vielen Dank. So, ich gebe euch mal einen kurzen Rundumblick, was alles passiert ist. Hier werden fleißig, ich glaube es sind Sonnenblume, werden die abgefahren. Der müsste auch bald fertig sein, ne? Hier müssen wir noch einen Moment warten, bis der Wender fertig ist und dann gehen wir rein. Ich glaube, der Wender ist fertig. Wir werden jetzt hier mal ne? Eine Schwadranierung vornehmen. Welches Feld ist denn das eigentlich? Ich habe eure Kommentare gelesen von vergangener Woche. Herzlichen Dank dafür. Das mit den Lags und so ein bisschen mit den Ruckeln in-game. Vielleicht ist es heute anders. Ich habe heute alle AD-Punkte ausgeblendet. Wobei es waren schon wirklich sehr viele, sehr, sehr, sehr viele Helfer aktiv. Das muss man schon mal so sagen, ne? Der Meiler-Kipper wäre natürlich für Kies und Sand auch was. Das stimmt. Das ist ein valider Punkt. Mal überlegen. Mal gucken, ne? So, Feld 48, Schwaden. Ist das derjenige, welche? Aktivieren?
Es sieht nicht verkehrt aus, muss ich sagen, ne? So, wir werden natürlich wieder alle Punkte ausblenden. Wir fahren mal ein Stückchen vor. So, dann würde ich sagen, nächster Wegpunkt müsste... Ja, passt. Wir müssen die Woche auf alle Fälle die Pelletsfabrik versorgen. Neue Kurse einfahren und so weiter und so fort. Vielleicht uns auch noch bevor. Ich glaube, ihn kann ich gleich einwerfen, ne? Ihn, glaube ich, kann ich gleich losschicken. Ich denke, die Presse wird erfahrungsgemäß ein bisschen länger brauchen, als wieder Schwader. Deswegen werden wir da gleich hinterher juckeln. So, die müsste man wahrscheinlich noch aufklappen. Wie gesagt, meine Damen und Herren, gestern, ja, für euch gestern, auf Instagram geteilt von Creative Mesh ein Bild. Ich werde euch das Bild ganz kurz zeigen, damit ihr auf dem aktuellsten Stand seid. Und zwar, ich habe das Bild so gemacht. Warte. Da ist es. Da kommt was auf uns zu, meine Damen und Herren. Dieses Jahr noch. Und es ist verdächtig, ne? Drei Strohballen nebeneinander gestapelt. Man munkelt. Mal gucken, ob es das Strohbergungs-DLC wird oder nicht. Ich bin sehr gespannt. Ich würde mich tatsächlich mega drüber freuen, weil Strohbergung war immer geil. Habe ich immer Bock mitzuspielen. Mal gucken. Es ist nicht offiziell bestätigt, aber schauen wir mal, ne? Schauen wir mal. So, passt. Kredif macht, hat es schon gesagt, dass es das wird. Oh, wo hat Monte das gesagt, Tinky? Bitte offiziell Quellen angeben, dann kann ich das auch gerne weitergeben. So, wo geht's weiter? Wir pressen hier immer noch auf dem großen Feld oder Schlag, könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Auf der, hier 45 sind wir dran. Und da haben wir auch einen Malheur. Da gucken wir mal gleich rein. Hier wird noch fleißig gehäckselt, das läuft auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Der ist fertig. Haben wir denn noch etwas für den Kollegen hier? Wir haben... Da sind wir bei. Haben wir da schon was gemacht? 47, glaube ich, liegt auch schon flach, ne? Gucken wir nochmal hier. Da ist auch schon der Valtra. Ja, hier sind wir auch schon fleißig dran. Okay, das heißt, der Big M kann wirklich zurück. Der kann wirklich zurück. Der müsste... Wo steht er denn? Ist er das hier? Das ist der GT. Wo ist der Big M? Hier, der hat die 45 zuletzt gemäht. Der kann nach Hause, der gute Kollege. Nö. Da braucht man nämlich das andere Fenster, nämlich das hier. P. P3, los geht's. So, der ist unterwegs nach Hause. Das ist unser zweiter Abfahrer für den Mais. Dann haben wir hier noch Gülle gefahren. Da kommen wir gleich wieder drauf zurück. Kann ich noch eine Fuhre einfüllen? Hatte, ich glaube, wir haben schon einiges gemacht, ne? Ja, ich glaube, ich warte noch ein bisschen, ne? R2D2 steht immer noch an der gleichen Stelle. Mal gucken, was mit dem passiert. So, genau. Den können wir auch nach Hause schicken. Wir haben alles gemäht. Das, glaube ich, war eine ganz gute Idee meinerseits. Dass wir da immer so parallel vorgehen. Weil der könnte jetzt schon mit der zweiten Gürwelle unterwegs sein, ne? Schicken wir den mal nach Hause. Und dann schauen wir weiter. Du kannst fahren, ne? Also... Ja, danke. Dein Häcksler hat kein Sinnmittel mehr. Oh, da müssen wir uns auch gleich drum kümmern. Danke schön für 245 Bits. Ich liebe Zocke. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und Andi, Dankeschön für dein Griff-Sub an den Sir Mock. Vielen, vielen Dank. Robert, Dankeschön für 2 Jahre. Herzlichen Dank für euren Support, meine Damen und Herren. Ihr braucht schon, machen wir auch gleich. Nur ein kleiner Krone-Schwader. Den brauchen wir nicht in dem Fall. Frankenbus, grüß dich, einen wunderschönen guten Abend. Ja, hier gab es leider ein technisches Problem. Der Wagen, der Kögel, das war der Kögel, der hatte irgendwie, ja, will ich sagen, Rückrufaktion, Storno, irgendwas davon wird es wohl gewesen sein. Auf alle Fälle müssen wir mal ganz schnell zum Händler runter und den holen. Wieso da jetzt Trauben drin stehen, ich weiß es nicht. Das ist ab und zu etwas schwierig. Aber kein Problem, der Anhänger wurde nur zum Händler zurückgesetzt. Ich habe es nicht gemacht, ich weiß nicht, warum das so passiert ist. Ist aber auch nicht weiter dramatisch. Wo ist denn der Händler? Warte mal, der Händler? Ich fahre so selten zum Händler oder lass so selten zum Händler fahren, ne? Hof? Nee. Wo finde ich denn den Händler? Einkauf? Fahrzeughändler, Abholung. So, das ist richtig, da müssen wir hin, ne? Dauert auch einen Moment heute, bis er losfährt, ist aber nicht so schlimm. Kann er machen. Der steht rum, das passt. Hier wird... Oh, hier muss ich auch anmachen, ne? Okay. Und du, mein Freund, bist noch nicht voll, aber du könntest eigentlich auch schon losdruckern, ne? Na komm, fahr.
Dann ist egal. Dann bleibt da halt der andere Krut stehen. Hier sind wir, glaube ich, fertig. Der Drescher ist fertig. Der Drescher ist leer vor allem. Oder ist er leer? Da haben wir nämlich die Sonnenblume geerntet. Der ist nicht leer. Das heißt aber, der Überschuss wird in unsere... Ich weiß nicht, ob wir eine Produktion haben für... Auf alle Fälle wird das nach Hause gebracht. Das kann ich euch schon mal sagen, ne? So. Geiler Stream. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Das heißt, die Mission können wir gleich abschließen. Die restlichen Sonnenblumen bringen wir nach Hause. Irgendwas war mit Sonnenblumen. Brauche ich die nicht für die Sakura-Produktion? Irgendwas habe ich da in Erinnerung, dass ich mir jetzt aber gerade nicht mehr... Oh, warte mal, du musst bitte stehen bleiben. Das habe ich jetzt nicht überlegt. So. Dafür grüße ich einen wunderschönen guten... Guten Abend, wollte ich sagen. So, und dann gehen wir nochmal hier rein. Naja, es ist ein wildes Hin und Her, ne? So, dann wird hier vorne mal abgeladen. Die Mission 65 werden wir abschließen. Dann haben wir das nämlich auch schon gemacht. Passt. Dann haben wir schon wieder ein bisschen Geld auf dem Konto, ne? Ich glaube, wir hatten keine Schneidwerkswagen. Wir gucken mal gleich um die 65 rum. Der war irgendwo hier unten, ne? Ja. Kein Wagen weit und breit. Das heißt, ich würde den jetzt mal nach Hause schicken, so wie er ist. Wann hast du vergessen, die Kontaktlinsen rauszunehmen? Warum? Nee, es gibt Tage, da kann ich ohne Probleme 12, 13, 14, 15 Stunden mit Kontaktlinsen aushalten. Und es gibt Tage, da geht es gar nicht. Momentan geht's, wenn es schlimmer wird, oder beziehungsweise wenn es gar nicht geht, würde ich switchen. Ne? Ist ja nicht das Problem. Das Wochenziel ist, die letzte Produktion mit Kursen zu beschicken und die schon mal zu befüllen, damit es hier weitergeht. Ne? Das wäre wichtig. Also es ist jetzt nicht so extrem wichtig, heute diese Woche was Neues zu kaufen, sondern es ist für mich wichtiger, dass wir wirklich sagen, wir schauen, dass alles läuft, dass alles rund läuft. Ne? Weiter nach links schieben. Na, warte, jetzt habe ich hier das falsche Fenster aufgemacht. Wir können das auch so machen, aber es verschneidet leider ein bisschen, ne? Wir können es mal so versuchen. So. Okay. Das schaffe ich gar nicht. Bei mir sind maximal 2 Stunden. Nee, also es gibt solche und solche Tage. Ich war halt sehr viel im Auto unterwegs, sehr viel Klimaanlage. Das ist nicht so optimal für die Kontaktlinsen. Aber, naja, soll es auch geben, ne? Warte mal, dann lass uns mal den nach Hause bringen. Du fährst dann bitte nach Hause. Ich würde das einfach mal ins Hoflager geben. Ganz unverbindlich. Und dann gucken wir später weiter. Was warm haben wir, ne? Oh, nee, es war falsch, Männer. Hof? Quatsch. Lager. Abladen. Los. So. Was haben wir auch? Hier wird fleißig gefahren. Das müsste passen. Okay, wenn es so läuft, dann bin ich eigentlich zufrieden. Was ich jetzt aber gleich machen muss, bevor ich es vergesse, wir müssen gleich zum Hof switchen. Hier vorne bei den Parkplätzen. Wir werden nämlich gleich jetzt den Waldraum anders bestücken. So muss ich es formulieren. Naja, das Problem ist, wenn ich die Karte aufmache, Schweizer, guck mal, dann ist es wieder so weit oben, ne? Und wenn ich so mache, ist wieder alles bedeckt. Also es ist leider wieder sehr voll. Was wollte ich sagen? Wir werden jetzt den nochmal waschen, tanken, die zweite Kühlwall vorspannen und dann geht's weiter, ne? Waffelmus, grüß dich, guten Abend, Hallöchen. Einen wunderschönen. So, voll gedankt haben wir. Hast du meinen Kommentar unter dem heutigen Video gesehen? Was war dein Kommentar? Ich habe viele Kommentare gelesen, auch zum Thema Lags ATP-Punkten. Sag mir, was du geschrieben hast, dann kann ich dir sagen, ob ich es gelesen habe. Ich hätte mal eine Frage. Macht es denn Sinn für die Zukunft, Wiesen zu kaufen? Denn wenn wir ehrlich sind, bekommst du sowohl Silage als auch Heu genug durch Ballmissionen, sodass ich persönlich es für nicht sinnvoll halte, die Wiesen zu investieren. Es wurde auch schon in den Kommentaren geschrieben, ob es nicht vernünftiger wäre, die Wiese umzubrechen und zum Beispiel Ackergras oder Luzerne drauf zu ballern. Ne? Das war so ein Vorschlag, den ich vernommen habe, aber wo ich noch keine Antwort drauf habe, weißt du? Fantifan, grüß dich, einen wunderschönen. Von The Walking Dead bezüglich dieses Hexers. Nee, das habe ich nicht gelesen, natürlich. Luzerne für Pellets, zum Beispiel, ne? Das war auch so ein Vorschlag, der in den Kommentaren öfter kam. Ich habe mir da noch keine Gedanken zu gemacht, sage ich dir ganz ehrlich. Es könnte passieren, dass wir das so machen. Ich weiß aber nicht, ob ich dann ein Feld oder zwei Felder nehme. Ich weiß es nur nicht. Ein Feld würde ich auf alle Fälle behalten mit Gras.
alle Fälle. Hier machen wir noch ein bisschen CD-Mittel rein. Werner, bist du schon mal Trecker? Bist du schon mal Trecker? Punkt. Okay. Stell deine Frage gerne nochmal. Vermehrungsgras macht Sinn mit Dresche ernten und dann kannst du Saatgut. Ja, das deswegen, ne? Deswegen wäre zum Beispiel, wäre es sinnvoller. Gut, meine Damen und Herren, für heute sind wir tatsächlich auch schon wieder fertig. Ich danke fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Wie immer, auch gerne einen Kommentar reinschreiben. Auch wenn ich es nicht immer lese schon, aber nicht immer kommentiere oder ein Herzchen gebe. Anschauen tue ich mir das auf alle Fälle. Ne? So. Wir sehen uns gerne morgen wieder. Bis dann, mach's gut. Tschüssi. Bye, bye.